Hallo und willkommen in der Scheinchenwerkstatt. Mein Name ist René, heute bin ich wieder für euch am Start. Und auch das gute Stück. Na, die 19002, seines Zeichens der Pneumatic Crane Truck von Moleking. Ja, dieser Riesentrümmer ist schon wieder bei mir auf dem Tisch, weil viele von euch wissen es. Für alle, die neu dazugekommen sind, herzlich willkommen auf dem Kanal. Ich hatte das Video ja, ist noch gar nicht so lange her, ja, in vielen, vielen Bauvideos euch gezeigt, dann Review gemacht und hatte mich wahnsinnig drauf gefreut, hab mir das Ding geschnappt, raus auf den Hof, bei schönem Wetter und bin Probe gefahren und dann, patsch, ging nichts mehr. Er ist nicht mehr gelaufen. Ja, hat mir dann noch anschließend auf den Bautisch gestellt, senkrecht, um zu gucken, erste Fehleranalyse. Erst dachte ich, es wäre die wandernde Achse, wofür das Ding ja bekannt ist. Nee, war es nicht. Hatte dann gesehen, Motoren laufen noch rund. Allerdings bei dem ersten Abzweig, wo es dann auf so zwei orangene, nee, beige Zahnräder geht, ja, sprich die vier XL-Motoren, von denen der angetrieben wird, laufen zusammen auf eine Welle, auf eine Achse. Und die endet dann in zwei beige Zahnrädern und genau da ist sie abgeschert. Herzlichen Glückwunsch, dachte ich mir. Toll. Naja, hab mich dran gemacht, hab das halbe Modell zerlegt, damit ich wieder dahin kam, wo ich hin wollte. Ging auch gut. Ja, letztendlich, was habe ich gebraucht? 1,5 Stunden, bis ich da war, wo ich hin wollte. Hab mir die kaputte Achse rausoperiert, hab dafür jetzt eine Carbonachse eingezogen. Und was soll ich sagen? Er fährt! Fährt richtig schön, richtig gut. Er macht jetzt richtig, richtig Spaß. Das Video, was ich da genau repariert habe, mit ein paar Detailaufnahmen, kommt gleich noch. Auch die wandernde Achse, wie ich das Problem gelöst habe, kommt auch noch. Ja, blende ich alles gleich ein. Keine Angst, da verpasst ihr nichts. Und damit habe ich mich ja nicht zufrieden gegeben, weil wenn ich das Ding schon mal halb zerlegt hatte, habe ich mir gedacht, komm ja, machst du noch, gehst noch einen Schritt weiter. Denn es ist ja ein geklauter Mock. Der Originaldesigner von dem Ding ist Lucio Switch 81 und ihr kennt ja meine Predigt mittlerweile. Kauft euch die, bei geklauten Mocks, kauft euch die Anleitung von dem Designer nochmal selbst, damit er auch ein bisschen was davon abhat. Und auch gerade hier in diesem Falle ist es sehr empfehlenswert, weil Punkt 1 ist die Anleitung richtig, richtig günstig. Ne? Also Lucio Switch 81 will nur 15 Euro dafür haben. Und ich denke mal, bei einem Modell, was sowieso schon über 300 kostet, sind 15 Euro noch Pipi-Kram. Die kann man durchaus investieren. Und es lohnt sich auch. Nicht nur, weil ihr von Lucio Switch in der Anleitung erklärt bekommt, wie ihr die Lichter zu verlegen habt. Ja. Oh, hier vorne ist alles lose. Okay. Soll es nur sekundär stören. Ja, weil er gibt da Anleitungen, was ja Moleking grundsätzlich fast immer vermasselt. Nämlich Kabelmanagement. Bei Lucio Switch ist das schön, schön nachzuvollziehen. Also das ist schon mal eine riesengroße Hilfe, falls ihr das Ding beleuchten wollt. Damit ihr wisst, wo die Kabel langlaufen, wo die nachher durchkommen. Erklärt er richtig gut. Und was er auch noch richtig, richtig gut erklärt ist, nämlich wie man auch den Kran mit Fernbedienung ansteuert. Und das ist richtig, richtig cool. Das kann ich euch sagen. Letztendlich knappe 30 Bauschritte von der Originalanleitung. Und ihr habt auch den Kran motorisiert. Allerdings jetzt nicht ganz ohne Hürden, denn Lucio Switch macht das alles mit Lego-Komponenten und über die Infrarot-Fernbedienungen. Ich konnte mir jetzt behelfen, ich hatte ja aus dem 17013 aus dem Kran, den hatte ich ja mittlerweile komplett zerlegt, weil, Akkubox abgeraucht und so weiter. Er hatte mich geärgert und deswegen habe ich ihn zerlegt. Ganz einfach. Aber der hatte ja eine neue 6-Kanal-Fernbedienung und 6-Kanal-Akkubox drin. Und das hat sich wahnsinnig, wahnsinnig gut angeboten für diesen Bursche hier. Denn, um die ganze Pneumatik hier fernzusteuern,
müsst ihr 6 Motoren einbauen. Genau, 6 Motoren. Er hatte vorher schon eine ganze Menge. Also nur mal so, noch mal ganz, ganz grob zu den Motoren. Er hat 4 Antriebsmotoren. XL. 4 XL-Antriebsmotoren. Dann hat er einen Motor, der ist für die Stütze da, dass die Stützen rechts und links rausfahren. Dann hat er einen M-Motor drin, um den Kran zu drehen. Dann hat er noch einen M-Motor drin, um die Seilwinde zu bedienen. Er hat 2 L-Motoren drin, um die Pumpen anzusteuern für die Pneumatik. Er hat 2 Servos, mit denen er gelenkt wird. Nicht nur einen, 2. Und jetzt nochmal 6 M-Motoren. Zumindest Lucius Fitch zieht 6 M-Motoren vor. Ich habe jetzt nur noch 5 gehabt und habe einen L-Motor genommen. Geht auch. Aber kurzum, es sind nochmal 6 dazugekommen. Und wer jetzt clever mitgerechnet hat, wir liegen bei insgesamt 17 Motoren in dem Ding. 17. 2 Akkuboxen plus die neue 6-Kanal-Akkubox. Hammer. Absolut Hammer, das Ding. Und deswegen sieht auch meine Fernsteuerung mittlerweile so aus. Mit der alten steuere ich, die kann ich beherrschen, nur ganz oder gar nicht. Mit der steuere ich den Antrieb vorwärts, rückwärts, rechts, links. Beziehungsweise wenn sie aus- und einschalte, habe ich die Grundfunktionen des Krans. Ja? Drehen, Pumpe ansteuern und so weiter. Seilwinde. Auf der hier oben, das ist die neue 6-Kanal-Fernsteuerung, habe ich jetzt nur die Ansteuerung der Pneumatik drauf liegen. Ja, die habe ich mir hier hinten eingebaut. Seht ihr gleich im Video. Habe ich mir hier oben drin eingebaut, wie es auch Lucius Fitch einigermaßen so vorsieht. Wie gesagt, ein bisschen abgewandelt auf Moldking-Sachen, aber nicht der Rede wert. Im Großen und Ganzen ist es das Gleiche. Und deswegen ist die Anleitung von Lucius Fitch auch so wertvoll, weil da kriegt ihr das alles erzählt. Ich zeige es jetzt nicht so im Detail, weil es ist schon mal geklaut worden von Moldking und deswegen müsst ihr es jetzt dann nicht aufgrund meines Videos nochmal klauen. Das ist, kauft euch die Anleitung. Ganz einfach. Die ist Gold wert. Die ist richtig gut gemacht. Und bevor ich jetzt noch lange babbel, würde ich vorschlagen, spiele ich jetzt erstmal die Reparatur ein. Anschließend folgt dann die Behebung der wandelnden Achse. Dann kommt noch der Aufbau der 6 Motoren hier drin. Und ich würde vorschlagen, danach melde ich mich dann zurück und wir probieren das ganze Ding mal in der Praxis aus. Also, bleibt gespannt, bis gleich. Jo, so wie ihr seht, habe ich mich mal dran gemacht. Habe alles zerlegt. Der Kran, der liegt gerade auf Seite, so wie das Führerhaus. Ansonsten sieht es hier aus wie ein Schlachtfeld. Ja, es waren jetzt 1,5 Stunden, die ich mich jetzt durchgekämpft hatte. Aber mit Erfolg. Mit Erfolg. Ich habe den Fehler gefunden. Und zwar, das doppelte beige Zahnrad, was die Kraft auf die 2 kleinen schwarzen Zahnräder überträgt, sauber abgeschert. Yippiei, Schweinebacke. Oder wie heißt es so schön? Ganz klasse. Da drin hängen jetzt noch die Reste. Und ja, mal gucken. Werde ich auch noch rausoperieren. Ich werde eine Carbonachse einziehen. Und hoffen, dass ich alles wieder zusammenkriege. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Bleibt gespannt. So. Da seht ihr es nochmal. Nicht nur abgeschert, sondern auch richtig, richtig geil die Achse verbogen. Alter Schwede, was müssen das für Kräfte gewesen sein? Mann, 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 Mann. So, ich habe jetzt hier das Gegenstück in Carbon liegen. Ich werde es einziehen. Wobei ich aber glaube, dass es dann die Zahnräder fetzen wird. Naja, schauen wir mal. Ein Versuch ist es wert. Ja, mittendrin, mittendrin. Und hier sieht's aus. Ja. Boah. Ich kann euch sagen, das macht keinen Spaß. Das hier nicht. Aber egal. Fehler gefunden, Fehler erkannt, Fehler wird behoben. Alles klar.
Wie ihr unschwer erkennen könnt, ich habe alles jetzt zusammengesetzt. Ja, da sind jetzt die kleinen schwarzen Zahnräder, da drüber sitzen ja dann die beigen Zahnräder, da liegt jetzt eine Carbonachse drin, über das Ganze jetzt angesteuert wird. Hoffentlich hält es, ich habe es noch nicht getestet, weil wie ihr seht, ich habe erstmal das Modell wieder einigermaßen zusammengesetzt, beziehungsweise grob, weil ich hatte mir gedacht, ich kümmere mich auch nochmal um das nächste Problem, nämlich hier habe ich meine schöne Hinterachse liegen. Um das Problem der wandernden Achse wollte ich mich jetzt kümmern. Ja, vielleicht erinnert ihr euch noch, ich hatte angemerkt, dass diese Achse immer rauswandert und die ja hier im Differential hängt, ja, von diesem kleinen beigen Zahnrad, geht die hier durch, treibt dann dieses Achterzahnrad an und wandert gerne raus, sodass das hier keinen Kontakt hat, das ganze Differential durchrutscht. Ah, alles Mist. Vor allem, wenn sich dann das hier drin verkeilt, herzlichen Glückwunsch. Im schlimmsten Falle liegt es euch irgendwo in der Wohnung rum und ist dann ganz, ganz weg. Auch nicht schön. So, dem Problem habe ich mich jetzt auch mal angenommen. Wir haben nicht viel Spielraum, weil hier hinten können wir zum Beispiel keine Achse mit Stopper einsetzen. Wenn wir den Stopper hier vorne anflanschen, hat das auch keinen Sinn, weil sie wandert ja schließlich in diese Richtung raus. So, da gab es jetzt schon Tipps aus, habe ich sowohl von Facebook zugespielt gekriegt, als auch in verschiedenen Foren gelesen, dass dieses hier helfen soll. Ja? Einfach einsetzen. Und dann soll das helfen, dass die Achse nicht mehr wandert. Hat bei mir jetzt nicht wirklich geholfen. Also ich hatte es nur mal so mit der Hand probiert. Ja, weil wie gesagt, zusammengebaut hatte ich ihn noch nicht. Aber ihr seht, das Ding hat noch verdammt viel Spiel drin. Und das reicht, dass die Achse weiter wandert. Also zumindest bei mir. Ich habe es hier so mit der Hand festgehalten und versucht zu drehen. Und dann ist die nichtsdestotrotz rausgewandert und hier rausgesprungen. Fand ich also im Ansatz gut. Aber leider hat das Ding ein bisschen zu viel Spiel. Habe ich mir was anderes ausgedacht. Zum einen hatte ich das Problem auch zusätzlich noch, dass mir diese drei Achsen permanent rausgeflutscht sind. Ja, sobald hier mal das Modell ein bisschen hochnimmt, hatte ich dieses Phänomen. Dem habe ich mich auch angenommen. Damit fange ich am besten mal an, weil darauf basiert alles andere. Da hatte ich jetzt eigentlich nur eingesetzt diese Sachen. Ja, 3er-Pins mit Stopper, einen schwarzen 2L-Pin und diesen Konnektor. So. Den Konnektor hatte ich jetzt einfach nur hier unten dran gemacht. Und mit diesem Teil verbunden. So, das war mein erster Schritt. Der hat auch nicht so zum Erfolg geführt. Die drei Achsen da durch. Und damit war der schon mal unten fest und konnte nicht mehr nach unten abhauen. Dann habe ich von oben noch die drei Achsen mit Stopp durchgedrückt. So, ja, die sind mir jetzt unten rausgefallen, logischerweise. Und somit hat das wesentlich mehr Spiel und kann nicht mehr ganz so leicht heraus hüpfen. Ja, dann zeitgleich die wandernde Achse. Da hatte ich mir jetzt genommen diesen Eckverbinder, dieses gute Stück, einen breiten Stopper, einen großen Stopper. Drei Pins, das kommt nicht dazu. Fünf Achse mit Stopper und diesen zweier halben Lifter mit Kreuzaufnahmen. Und den fünfer Lifter brauche ich gleich auch noch. Ja, was habe ich getan? Ich habe mir den einfach nur hier reingelegt. Dort. Dort.
dieses hier drüber schieben. Einen Pin hier vorne rein. Dieses dort drauf. So, schon mal vorsichtig ranschieben. Den Akkustopper mit drauf. Und das Ganze durchdrücken. Ja, so, somit ist die Achse, die hier unten wandern könnte, nochmal gesichert hier vorne, dass sie nicht herauskommt. Dann habe ich mir persönlich nochmal, weil mir das jetzt immer noch zu weich war und manchmal noch rausgekommen ist, einfach noch den 5er Liftarm da oben drüber gesetzt. Und somit sind jetzt meine Federbeine richtig schön fest, da kann mir nichts mehr rausflutschen. Das hier hat jetzt auch, ja, also ihr seht, da bedarf es jetzt einiger Kraft, damit das jetzt wandern geht. Und somit bin ich zufrieden. Auch, dass wir jetzt hier ein bisschen höher gekommen sind, das hat nicht sehr viel Auswirkung. Klar, der Federweg ist jetzt ein bisschen kürzer, geht jetzt ungefähr nur noch bis hierhin, anstatt bis da. Also hier ist jetzt ungefähr Ende. Dann stößt es ans Modell an. Aber das ist relativ irrelevant. So, diese kommt jetzt wieder hier rein. Und das ist ja wieder ein Spaß, das da einzufädeln. Na, herzlichen Glückwunsch. So, ich mache weiter, weil ich wollte das ganze Ding auch noch die Pneumatik motorisieren. Und ja, ich halte euch auf dem Laufenden, auf jeden Fall. Also, bis gleich. Diese paar Kleinigkeiten habe ich jetzt eben rausoperiert und mir dafür die Motorisierung eingesetzt. Ja, also optisch hier ist erstmal noch nichts zu erkennen, alles so wie gehabt. Rundrum überall alles wieder instand gesetzt. Er fährt auch wieder. Ich habe schon ein paar Akkuladungen durchgefahren. Diesmal ganz ohne Probleme. Übrigens, ich denke aber auch, dass bei mir jetzt das Problem der gebrochenen Achse oder abgeschernten Achse an dem guten Stück hier lag. Ich habe nämlich das vorne aus dem Motor rausgeholt, das ist ja das Lüfterrad, was hinter dem Kühlergrill hängt. Und das hat sich bei mir total verkantet gehabt. Und ich gehe mal davon aus, weil der Antriebsstrang ist ja hiermit verbunden, dass das mitläuft. Und das hat wahrscheinlich zu meinem Schaden geführt. Also ich gehe mal nicht davon aus, dass es der Antrieb an sich war. Schwer zu sagen jetzt im Nachhinein. Aber wie gesagt, meine Vermutung geht ganz schwer auf dieses Teil hin. Aber egal. Er fährt wieder, jetzt hat er eine Carbonachse drin und die hält. Ich habe jetzt auch keine Verschleißerscheinungen von irgendwelchen Zahnrädern gehört. Das läuft. Dann habe ich mir die Fernbedienung ein bisschen modifiziert. Wie ihr seht, ich habe jetzt zwei Stück. Das hat den Hintergrund, dass ich jetzt mit dieser die beiden Akkuboxen, die sich hier drunter befinden. Hier ist ja die Akkubox für den Fahrbetrieb drunter. Auf der gegenüberliegenden Seite ist die für den Kranbetrieb. Die kann ich über ihn hier steuern. Und das hier ist jetzt die neue 6-Kanal-Fernbedienung, wie ihr hier oben an den schwarzen Schaltern seht, die ja bei dem 17013 dabei war. Denn diese Akkubox habe ich jetzt genutzt, um das ganze Ding auch mit Strom zu versorgen. Und da habe ich mir hier oben das leicht umgebaut. Das kann ich mir jetzt aufklappen. Und wie ihr seht, da ist jetzt die Akkubox drin. Ja, und damit ich einen leichten Zugriff habe zum Einschalten, beziehungsweise auch zum Laden, habe ich mir das ganze Ding hier oben einfach mal klappbar gemacht. War nicht weiter schwer. So, und wenn ihr jetzt mal den Blick hinten auf diesen da richtet, kann ich schön mit der Fernbedienung jetzt rauf und runter. Jetzt springt er ab. Ja, der springt mir komischerweise immer ab. Aber so grundsätzlich kann ich jetzt das sollte jetzt gesteuert haben, dass der Hebel, der eben gerade abgeflogen ist, jetzt nach unten zeigt.
Und wenn ich jetzt meine Pumpe wieder einschmeiße, geht das alles wieder zusammen. Jetzt sollte er sich eigentlich wieder abklappen. So, haben wir das Ventil wieder geöffnet und dann ist er aufgesprungen. Ja, und innen drin sieht das jetzt mittlerweile so aus. Bitte entschuldigt, wenn ich jetzt nicht ganz so detailliert darauf eingehe. Aber das ist jetzt eine Sache, die hat sich Luciuswitch ausgedacht. Die hat Moldking nicht übernommen. Und um jetzt Luciuswitch nicht noch weiter zu schädigen, möchte ich nicht detailliert spoilern, was die Bautechniken hier betrifft. Es sei nur so viel gesagt. Jeder Hebel hat jetzt einen Motor drin. Ja, Luciuswitch empfiehlt 6M-Motoren. Ich hatte nur noch 5 zur Verfügung, deswegen sitzt hier oben ein L-Motor drin. Naja, passt auch, wie ihr seht. Und beim Lucio wird auch alles gesteuert über diese Lego-Infrarotsteuerungen. Ich habe es jetzt über diese 6-Kanal-Akkubox von Moldking gelöst. Wird es demnächst auch noch im Handel geben. Da habe ich schon Mitteilung bekommen von der Community. Die wird es bald geben. Weil hier können wir quasi 6 Motoren anschließen, weil 6-Kanal. Und somit ist das prädestiniert, um hier einzubauen. Ja? Eins, ganz hier vorne fängt es an mit 1, 2 und da hinten ist der dritte. Ja, wenn mein Fokus mitspielen würde. Ja, und oben sieht es genauso aus. 1, 2, 3. 2x3 macht also 6 Motoren haben wir jetzt hier drin. Übrigens, mittlerweile wiegt das Ding 8,2 Kilogramm. Boah, das ist eine Ansage, ne? Ich habe meine Pneumatik noch ein bisschen verändert, ein bisschen anders gelegt. Das ist gar kein Problem. Einen Airtank habe ich immer noch nicht drin. Warum und wieso, erzähle ich euch nachher noch. Letztendlich wird das alles über diese Schnecken gelöst. Ja, der Motor treibt diese Schnecke an. Und die Schnecke treibt dann letztendlich so ein Zahnrad an, was sich hierdurch dann mit dem Hebel verbindet, der auf der anderen Seite ist. Aber wie gesagt, im Detail möchte ich jetzt nicht darauf eingehen, weil das ist eine Entwicklung von Luciuswitch und sein Entwurf ist ja schließlich schon gemobst worden. Und seine Anleitung ist mit 15 Euro echt nicht überteuert. Die kann man sich zulegen, wenn man sowas machen möchte. Finde ich. Ja, nimmt es mir nicht übel, aber viel weiter möchte ich da jetzt auf die Details gar nicht eingehen. Was ich noch verändern musste, war, dass ich hier unten 2 Zweier Liftarme einsetzen musste, beziehungsweise hier drüben habe ich 5er Liftarme eingesetzt. Hat den Grund, dass mir dieser Stopper hier permanent unter diesem Liftarm hier gerutscht sind. Und das ganze Ding sich dann dadurch verhakt hatte. Sprich, die Funktion war gar nicht mehr gegeben, weil die haben sich hier verhakt. Als er runtergeklappt ist, ihr seht, ihr habt ja eben gesehen, der haut da mit einiger Wucht runter. Und dann haben die sich hier unten drunter verklemmt. Und er kam nicht mehr von alleine hoch. Fand ich ein bisschen doof. Deswegen habe ich da quasi sowas ähnliches wie eine Schiene dran gemacht. Da kann er jetzt nicht mehr drunter rutschen. Und die Sache ist gut. Das Lüfterzahnrad, was ich angesprochen hatte, das sitzt normalerweise hier vorne dran. Da, wo der kleine gelbe Achsstopper jetzt sitzt. Und wie gesagt, das hat sich bei mir vorne in diesen normalen Plates total verhakt gehabt. Und deswegen gehe ich mal davon aus, wenn ihr genau guckt, bei mir ist ja auch einiges jetzt mittlerweile hier vorne verzogen. Ja, da ist eine richtige Krümmung drin. Ich weiß noch nicht, woran es liegt. Ich habe es noch nicht gefunden. Alles, was ich sehen kann, ist gerade. Alles richtig drin. Naja. Aber wie gesagt, das Ding hat ja auch richtig, richtig massig Gewicht. So. Jetzt ist meine Fernbedienung der Akku leer. Zack, da ist es zu. Eine schöne Geschichte und ich würde vorschlagen, wir gehen nochmal zum anderen Tisch und da zeige ich euch, wie das ganze Ding letztendlich funktioniert. So, also, bis gleich.
So, wollen wir mal eine Runde spielen? Jetzt habt ihr ja gesehen, was ich alles gemacht hatte. Ja, der Knüppel hier neben, der ist auch schon wieder dran. Ja, kleine Reparaturen. Das kann mal passieren. Weil den mussten wir jetzt ein bisschen weiter vorziehen, damit die ganze Mechanik da ein bisschen funktioniert. Und deswegen, wenn man den jetzt zu weit runterfährt, dann knallt er auf den Liftarm und ja, springt einfach ab. Aber letztendlich dienen die ja sowieso jetzt mittlerweile nur noch der optischen Orientierung, wo man gerade steht. Weil ich steuere jetzt mittlerweile alles über die Fernbedienungen. Yeah! So, dann wollen wir mal eine Runde fahren. Den zweiten Motor einschalten. So. Ja! Ich glaube, so könnt ihr es einigermaßen sehen. Und dann fangen wir mal an. Also, wir müssen zum einen mal die Stützen hier ausfahren. Das habe ich, wie gesagt, weiterhin auf der anderen Akkubox. Einmal ausschalten, einmal einschalten und wir wechseln von dieser Akkubox auf diese Akkubox bei der Fernbedienung. Und da fährt sie auch schon aus. So, ich muss nur gucken, dass ich hinten auch noch auf dem Tisch bin, sonst hat das alles wenig Sinn. Habe schon erwähnt, über 8 Kilo. Also jetzt mit den neuen Motoren 8,2, 8,3 Kilo jetzt. Boah, heftig. So, dann, jetzt muss ich erstmal gucken, auch wo was ist. Die Stützen habe ich mir jetzt hier oben drauf gelegt. Ja, wie ihr seht, jetzt müsste der hier runtergehen. Und dann fahren wir sie doch mal aus. Vorne, hinten. Ja, der bedarf jetzt einiger Zeit, um den ganzen Druck aufzubauen. Es gibt mittlerweile auch schon unter den älteren Videos Kommentare, dass Leute sich jetzt Airboxen einbauen oder Airtanks einbauen. Halte ich persönlich jetzt nicht so ganz für sinnvoll. Denn ganz einfach, wenn ich so ein AirTank habe, klar, ich habe immer Druck auf dem System drauf. Das ist durchaus von Vorteil, will ich gar nicht abstreiten. Aber leider auch nur, solange wie ich was aufbewegen will. Bei dem Kran zum Beispiel, der hat so viel, der ist so schwer, dass wenn ich hier das Ventil zu weit öffne, haut er mich schon von alleine ab. Und wenn ich dann noch Luftdruck dahinter habe, dass der richtig Power gibt, dann knallt er hier nur noch durch. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen skeptisch, was den AirTank angeht. Halte ich nicht für ganz so sinnvoll. So, da sind wir auf dem anderen. Ich drehe mal kurz den Kran ein bisschen rum. So, dann könnt ihr die Hebel besser sehen. Ich meine, die neue App bietet sich jetzt auch prima an, weil dann kann man quasi die Taste, die ich jetzt hier dauernd drücke, die kann man da auf diesem Schlösschen sich einfach einstellen, dass die permanent läuft. Oh, da ist er schon ausgefahren. So, bringen wir ihn wieder zurück in Normalstellung. Dann nehmen wir den nächsten. Und fahren weiter aus. Ah, er macht Spaß. Er macht tierisch Spaß. Das kann ich euch sagen. So, lassen wir schon mal den Kranhaken runter, damit wir auch was heben können. So, und da ist er jetzt ganz oben. Ja, wie ihr seht, ich kann auch mit beiden Fernbedienungen jetzt parallel arbeiten. Das ist kein Problem. So, fahren wir noch die nächste Spitze aus. Wie gesagt, er muss immer erst den Druck aufbauen. In dem Falle wäre halt der AirTank richtig gut. So, und da wir jetzt nichts hier haben zum Aufheben. Was machen wir da? Wir holen uns was. Ich greife mal zu der nächsten Fernbedienung. Und siehe da,
Da haben wir was. Es ist doof, wenn man das Modell nicht sieht. Das kann ich euch sagen. Ah, da seht ihr gleich vom Tisch. Das wollen wir ja nicht. So, kleinen Moment, gleich jetzt weiter. Muss ich nur noch aus dem Bild fahren. Machen wir so. Und dann habe ich hier mal zwei Akkuboxen drauf gemacht. Und mal gucken, ob es der Kran heben kann, oder? Oh, er geht schwer in die Knie. Er geht schwer in die Knie. Also wie ihr seht, das sind jetzt nur zwei Akkuboxen. Ich kann ja versuchen, noch ein bisschen mehr Druck drauf zu geben. Aber er schafft es wohl, er schafft es wohl. Und das Ganze wieder absenken. Ja, sehr schön. Also, wie ihr seht, er ist ein bisschen in die Knie gegangen. Aber nichtsdestotrotz hat er sich, glaube ich, gut geschlagen. Er hat alles gemacht, was wir wollten. Sogar noch mehr, als wir wollten. Das wollte ich nämlich noch nicht. Ich wollte eigentlich nur den vorderen Einleger einziehen, Ausleger einziehen, so rum. So, da ist der Einleger eingezogen. Nein, das war das Führerhaus. Ja, ich habe es noch nicht so ganz draus, wo was ist. Häkchen wieder einziehen, weil das meine ich, dieses Runterklappen, wenn man jetzt einen AirTag dran hat, dann schiebt er ja den ganzen pneumatischen Druck permanent in das System rein und dann knallt er einem hier dann sofort runter, weil das System ja mit zwei Drücken arbeitet. Einmal pumpt er hier oben Druck rein, dass der Zylinder runtergeht, einmal pumpt er unten Druck rein, dass der Zylinder oben rausgeht. Deswegen stelle ich mir das schwierig vor mit einem AirTag. Ja, ich wollte dich weiter einziehen. So, da ist er auch schon wieder drin, der Gute. Jetzt fehlt uns nur noch, nein, du nicht. Ja, wie gesagt, wo liegt was? Das hier ist echt tricky. So, ne, andersrum. So, dann müssen wir noch unsere Stützen wieder einfahren. So, Stützen sind drin. Noch einfahren. Nochmal unter die Haube gucken. Da sieht alles gut aus. Wie ihr seht, wäre schon wieder abgesprungen. Und zack, da ist er drin. Verbindung aus, Verbindung ein.
Und wir können unsere Ware wegfahren. Sehr schön, oder? Sehr, sehr schön. So, ich hoffe, das hat euch jetzt auch ein bisschen Spaß gemacht, mal was ganz anderes. So, Fehlerbehebung und sowas. Und in diesem Sinne bleibt mir jetzt nichts weiter zu sagen, außer danke fürs Zuschauen. Bleibt schön gesund da draußen, bleibt uns gewogen und wir sehen uns bald wieder. Ciao.